Gewalt an schutzlosen Kindern in deutschen Kitas? Tönnesforst. Der Notarzt kommt, weil Sandra M. einem Mädchen auf den Brustkorb drückte, bis dieses Stopp schrie. Die Erzieherin wird nach der Probezeit nicht verlängert. In ihrem Arbeitszeugnis gibt es keinen Hinweis auf Fehlverhalten. Und schlimme rassistische Kommentare von Erziehern. Nicht so gerne wickeln wollen. All das und noch einiges mehr gibt's in einem neuen, aber leider auch sehr bedrückendem Video von Team Wallraff, denn die haben diesmal in deutschen Kitas recherchiert und ich werde das Ganze wieder kommentieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und bei Team Wallraff gilt genau wie bei allen anderen Videos auch. Du kannst es in meinen voller Länge auf RTL Plus schauen. Ich packe dir den Link ziemlich weit oben in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir stürzen uns auch direkt schon mal in die Doku, die direkt mit einem der eklatantesten Probleme in deutschen Kindertagesstätten anfängt, nämlich dem akuten Personalmangel. Es fehlen mehr als 98.000 Erzieherinnen und Erzieher und deutschlandweit mehr als 383.000 Kita-Plätze. Dieser Mangel hat Folgen. Ja, zum Beispiel ist eine Folge, dass in manchen Einrichtungen Leute mit nicht den völligen Qualifikationen beschäftigt werden oder dass man generell bei Erziehern vielleicht nicht mehr ganz so genau hinguckt. Und genau darum geht es tatsächlich dann auch in der Doku. Insgesamt ist Team Wallraff wohl über 70 Hinweisen gefolgt. Teilweise auch denen von Erzieherinnen selbst, die ziemlich Schlimmes zu berichten wissen. Ja, es war den ganzen Tag ein Zwang, ein Schreien, ein Drohungen. Eben auch dieses, wenn du das jetzt nicht machst, dann kommt die Mama nicht. Die Mama holt dich nicht ab. Ob diese Behauptungen tatsächlich stimmen, will ich jetzt überprüfen. Ich bewerbe mich in der Kita und kann wenige Wochen später dort anfangen. Und so wird aus mir der Investigativreporterin Alessia, die Kita-Mitarbeiterin Alicia. Anders übrigens als bei den Krankenhäusern und insbesondere zum Schutz der Kinder hat sich Team Wallraff dann übrigens dazu entschieden, diesmal nicht ganz klar zu benennen, in welchen Kitas bestimmte Sachen passiert sind. Aber es sind sehr schnell Dinge passiert, denn die Praktikantin, also die eingeschleuste Investigativjournalistin, ist noch nicht lange in der ersten Kindertagesstätte, als sie auch schon was mitbekommt. Ich beschäftige mich gerade mit einigen Kindern, als ich mitbekomme, dass ein zweijähriges Mädchen nach dem Mittagessen immer noch alleine an einem Tisch sitzt. Sie hat sich anscheinend zu viel Reis auf den Teller geschaufelt und isst diesen wohl nicht schnell genug auf. Bevor der aber nicht aufgegessen ist, darf sie den Joghurt, ihren Lieblingsnachtisch, nicht haben. Und hier muss man ganz klar sagen, das Mädchen ist 2 Jahre alt. Das darf man wirklich nicht vergessen, denn ich glaube, viele von uns werden jetzt sowas denken wie, ja, das war in meiner Kindheit vielleicht auch so oder das habe ich auch schon mal irgendwie mit Kindern erlebt. Und das mag sein, aber die neueste pädagogische Forschung sagt auf jeden Fall, dass das überhaupt nicht funktioniert, vor allen Dingen nicht in diesem Alter. Und das, was wir gleich sehen, ist quasi ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Also jetzt kommt er dann wirklich weg, dann Und nochmal, hier kommt es natürlich entscheidend auf das Alter an, aber weder kann ein zweijähriges Mädchen problemlos einschätzen, wenn es sich selbst etwas auffüllt, wie viel es davon essen kann, noch versteht es unbedingt diese logische Verknüpfung zwischen ich muss jetzt meinen Reis aufessen, damit ich den Joghurt bekomme, den ich ja eigentlich jetzt aber gerade noch essen möchte. Und das macht die nächsten Bilder dann auch noch schlimmer. Das zweijährige Mädchen fängt laut an zu weinen, steht auf und geht auf Beate zu. Das ist schlimm und das kann unter ganz bestimmten Umständen tatsächlich auch langwierige Folgen für Kinder haben. Team Wallraff hat wie immer auch einige Experten und Spezialisten eingeladen. Das nächste, was ihr hört, kommt von einem Kinderarzt, der da auch sehr deutlich wird. Das tut dem Kind deshalb auch nicht gut, weil das Kind lernt so nicht wahrzunehmen, welche Art von Nahrung und wie viel davon brauche ich. Denn eigentlich hat das ja was mit dem Appetit und dem Hungergefühl zu tun. Wenn das aber so überlagert wird durch Druck und Zwang, dann kann man davon ausgehen, dass die Nahrungsaufnahme mit Stress und negativen Aspekten besetzt ist.
Und auch dazu gibt es neuere Forschung, die darlegt, dass Essstörungen oftmals tatsächlich im Kindesalter zumindest schon begründet werden. Und damit möchte ich jetzt keinesfalls sagen, dass so ein einmaliger Fall in der Kindertagesstätte irgendwie automatisch ein Trauma ausübt. Und es wird unter uns viele geben, die solche Situationen auch erlebt haben und trotzdem kein Problem mit dem Essen haben. Aber es kann unter Umständen eben sein. Wie immer beim Team Wallraff durfte dann natürlich die entsprechende Kindertagesstätte dazu auch eine Stellungnahme abgeben. Aber auch wie immer bei Team Wallraff war die sehr nichtssagend. Nein, es stimmt nicht, dass in der Einrichtung unserer Mandantin auf Kinder Druck und oder Zwang beim Essen ausgeübt wird. Wenn ein Kind dann auch nicht aufessen möchte, muss es das natürlich auch nicht. Ach so, also wir merken uns, hier wird kein Kind zum Essen gezwungen und aufessen muss man auch nicht. Ja, dann bilden wir uns die nächsten Bilder bestimmt nur ein. Und das erinnert mich jetzt schon wieder auf eine bedrückende Art und Weise an die Burger King-Doku. Da haben die Anwälte ja auch immer sowas gesagt. Der 1,5-jährige Moritz will lieber spielen als essen. Doch Beate stopft dem weinenden Jungen Brot in den Mund. Okay. Oh. Das ist das essen wir noch und dann kannst du schon ärgern. Oh, schlimme Bilder, wie ich finde, aber fairerweise kann man ja noch sagen, na gut, dieses ganze Thema Essen, das hat dann vielleicht wirklich was mit mangelnder Zeit oder auch mit mangelnder Ausbildung bei den Erziehern und Erzieherinnen zu tun. Aber die Aufgabe einer Kita ist ja eigentlich, sich um die Kinder liebevoll zu kümmern und ihnen Geborgenheit zu geben. Der nächste Fall zeigt aber, dass das auch längst nicht immer der Fall ist. Und zwar ist hier ein kleiner Junge, der eigentlich Mittagsschlaf halten sollte, aber schon nach einer halben Stunde aufgewacht ist. Und was dann passiert, ist auch ziemlich düster. Beate nimmt den Kleinen auf den Arm. Nach kurzer Zeit legt sie ihn auf der Fensterbank ab. Dort liegen eine Matratze, eine Decke und ein Kissen. Nick scheint das überhaupt nicht zu mögen. Er fängt an zu weinen. Beate setzt sich auf den Stuhl in seiner Nähe. Mein Eindruck ist aber, sie will jetzt in Ruhe zu Mittag essen und lässt Nick weinen. Okay, und um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Also, Nick möchte an diesem Ort nicht sein, ist aber noch nicht in einem Alter, dass er da wirklich problemlos selber wegkommt. Und die Erzieherin kümmert sich eigentlich gar nicht um ihn. Eher im Gegenteil, sie macht ihm nochmal deutlich, das ist jetzt eine Strafe dafür, dass er weint. Auch als zwei Kolleginnen dazukommen, trösten sie den Jungen nicht. Ich habe den Eindruck, sie nehmen ihn nicht ernst. Und hier muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde das verdammt abgebrüht. Ihr wisst ja, ich war ja auch mal Grundschullehrer und natürlich gibt es Situationen, wo man dann auch mal trösten muss. Und je nachdem, wie man selber drauf ist, ist das nicht immer so leicht. Aber was man natürlich niemals in so einer Situation tun darf, ist das Kind einfach zu ignorieren oder schlimmer noch zu verhöhnen. Genau das passiert aber oft genug. Die Erzieherinnen essen zu Mittag und schauen auf ihre Handys. Unbeeindruckt von Nicks Weinen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es oft so, dass ich dann natürlich versuche, irgendwie eine Begründung dafür zu finden. Und ich habe mir dann so gedacht, naja gut, vielleicht war das jetzt aber auch nur eine Minute oder so. Vielleicht war Nick vorher schon stressig. Vielleicht müssen die Erzieherinnen jetzt auch ganz dringend mal Pause machen, weil sie auch nicht mehr können. Aber Team Wallraff wird da sehr deutlich. Und nein, es war nicht nur eine ganz kurze Zeit. 11 Minuten lassen sie den Kleinen weinen, bevor Beate ihr Essen nimmt und sich neben Nick auf den Boden setzt. Der Junge beruhigt sich daraufhin sofort. Auch hier hat der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie nochmal eine sehr deutliche Meinung. Und ich finde es übrigens auch sehr gut, dass er das nochmal so deutlich sagt, weil man neigt leider in der Kindererziehung immer so ein bisschen dazu zu sagen, ach, das wird denen schon nicht schaden. Doch, manchmal wird ihnen das schaden. Ein übererregtes, weinendes Kind auf der Fensterbank winseln und weinen und jammern zu lassen, sich mit dem Handy und dem eigenen Essen zu beschäftigen, das hat nichts damit zu tun, was wir heute wissen über moderne, bindungsorientierte Pädagogik. Das ist schon also sehr bedenklich, wenn ich das sehe. Allerdings ist das wohl auch nicht der einzige Fall und die Erzieherin, um die es dort geht, fällt auch noch in anderen Beispielen negativ auf. Zum Beispiel ist hier wieder gleich ein Kind zu sehen, das weint, weil es in der Eingewöhnungsphase ist und sich einfach nach zu Hause zurückwünscht. Und auch da ist der Umgang wirklich bedenklich. Kollegin Beate scheint genervt vom Weinen
oder wie sie es nennt, Brummen. Kannst du mal da rein? Ja. Das ist jetzt echt gut. Möchtest du gut mit Schlagzimmer gehen? Da könntest du Brummen kurz feiner. Und das ist mies, oder? Wenn man eigentlich Trost braucht, einfach nur gesagt zu bekommen, ach, mach das doch jetzt einfach an der Stelle, wo man es nicht hört. Weil, das hat der Psychologe dann auch noch mal ein bisschen erklärt oder der Psychiater vielmehr, man hat ja im Kopf so bestimmte Muster. Und wenn man immer nur lernt, wenn ich traurig bin, dann stören meine Bedürfnisse anderen. Naja, was passiert dann logischerweise? Man hört auf, seine Bedürfnisse zu artikulieren oder wird immer lauter, was dann oftmals ja noch zu mehr Ignoranz in der Umgebung führt. Und das ist wirklich wieder brandgefährlich. Allerdings ist das leider auch nicht das Schlimmste, was in dieser Kita passiert, denn es gibt auch dort natürlich noch Kinder mit besonderen Förderbedarfen. Und eigentlich ist es dann natürlich wichtig, mit denen besonders behutsam umzugehen. Hier passiert aber das genaue Gegenteil. Eine Kollegin wirft den Zweijährigen zum Schlafen unsanft mit dem Gesicht auf eine Matratze, die Decke hinterher. Behandelt man so Kinder, die vielleicht mit einer Behinderung leben? Krass, oder? Denn klar, es ist nur eine Matratze. Und man kann jetzt sagen, okay, am Ende ist ja auch nichts passiert, es wird schon nicht so schlimm sein. Wir werden aber auch in dieser Reportage noch hören, es gibt Fälle, die noch wesentlich schlimmer geworden sind. Und nochmal, Kinder mit Förderbedarf können manchmal den Anforderungen nicht gerecht werden, denen andere Kinder gerecht werden können. Und dann muss man besonders auf sie eingehen und es nicht so machen wie bei den folgenden Bildern. Die Erzieher wollen mit den Kindern einen Ausflug zum Spielplatz machen. Alle Kinder sollen sich so lange hinsetzen, bis meine Kollegin den Bollerwagen holt. Doch Sebastian will offenbar etwas anderes. Beate sitzt mit Sebastian auf dem Boden. Mit Armen und Beinen versucht sie, ihn festzuklemmen. Der Junge stemmt sich mit aller Kraft dagegen und will sich aus dieser Position herauswinden. Beate hat Sebastian am Boden zwischen ihren Beinen eingeklemmt. Er weint und macht auf mich den Eindruck, dass er aus dieser Situation heraus möchte. Aber Beate will anscheinend ihre Regeln durchsetzen. Und hier ist mir eine Sache nochmal ganz wichtig zu sagen. Natürlich braucht es Regeln. Natürlich darf man auch spezielleren Kindern nicht alles durchgehen lassen. Und darum geht es auch gar nicht. Aber ein Kind quasi in den Schwitzkasten, so nenne ich das jetzt mal, zu nehmen und fast zu Boden zu ringen, nur damit man seine Regeln durchsetzen kann, das kann im schlimmsten Fall tatsächlich dauerhaft psychisch etwas auslösen. Auch hier wird der Psychiater nochmal sehr deutlich. Zum Glück. Das gehört überhaupt nicht in die Erziehung von Kindern. Körperliche Gewalt, ich muss ein Kind begleiten, aber darf ihn nicht in die Ohnmachtsposition bringen. Das heißt nicht, dass das Ziel nicht bleibt, dass wir jetzt gemeinsam spazieren gehen wollen. Aber der Weg dorthin, den durch Gewalt zu erzwingen, ist absolut schädlich für diese Kinder. Auf jeden Fall. Auch was die Geschehnisse in dieser Kita angeht, hat dann natürlich Team Wallraff eine Stellungnahme gefordert. Und ja, die ist eigentlich wieder genauso wie die letzte und das wird sich auch noch durch die ganze Doku ziehen. Alles, was wir gerade gesehen haben, haben wir uns natürlich nur eingebildet. Nein, es kann nicht vorkommen, dass Kinder, wenn sie sich nicht an die Regeln halten, fixiert werden. Beispielsweise durch das Einklemmen zwischen den Beinen einer Erzieherin gegen den Willen des Kindes. Fairerweise muss man aber bisher noch sagen, okay, das sind irgendwie so diese typischen Einzelfälle. Ne? Also da ist eine typische Erzieherin, die vielleicht irgendwelche Fehler macht, warum auch immer. Und vielleicht ist das ja noch kein strukturelles Problem. Aber es stellt sich natürlich schon ein bisschen die Frage, ist es jetzt ein Einzelfall oder ein strukturelles Problem? Team Wallraff hat dazu sehr viele Erzieherinnen befragt mit teilweise sehr deutlichen Aussagen. Ich denke beides. Auf der einen Seite jemand, der seine Ausbildung schon vor langer Zeit gemacht hat und wohl denkt, dass diese Erziehungsmethoden noch in wären, wobei man ja weiß, dass man so Kinder nicht mehr erzieht, sondern gewaltfrei und mit Spaß und Freude und Liebe. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Pädagogik hat sich natürlich auch in den letzten Dekaden wirklich weiterentwickelt. Man weiß heute einfach Sachen durch Studien, die man früher nicht mehr wusste. Und deswegen sind natürlich Fortbildung etc. auch sehr, sehr wichtig. Wenn es die gar nicht gibt, dann gibt es sie aber auch manchmal, die wirklich richtig schlimmen Fälle. Und davon gibt es auch in Deutschland eine ganze Menge. Mutmaßliche Misshandlung in Kita. Vorwürfe gegen Erzieherin wegen Misshandlung. Kita-Klingenbande. Eltern üben Kritik. Ich will mit den Betroffenen ins Gespräch kommen und mache mich auf den Weg nach Solingen.
Dort soll es in der Kita Klingenbande zu physischer und psychischer Gewalt gegen Kinder gekommen sein. Das stimmt. Und aufmerksam auf diese Missstände ist man eigentlich nur geworden, weil eine neue Erzieherin dahin gewechselt ist, die teilweise ganz erschrocken war, wie dort gearbeitet wird. Und das erklärt sie uns jetzt gleich nochmal selber. Also das, was ich dann so mitbekommen habe, war schon so, dass die Kinder leise sein sollten. Dass sie im Freispiel die Kinder genommen hat, am Arm gezerrt hat und sie auf den Stuhl so richtig feste gesetzt hat. Sie durften nicht kleckern beim Essen. Ihre Hände durften nicht hier unten hängen, sondern die wurden dann genommen und auf diesen Tisch geschleudert. Und sie hat sie dann angeschrien, wenn sie doch wieder runtergenommen wurden. Und das klingt schon ziemlich schlimm. Es wird dann allerdings noch ein kleines bisschen deutlicher. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt sowieso noch mal eine kleine Warnung aussprechen. Es geht jetzt auch im zweiten Teil der Doku an vielen Stellen um physische Gewalt. Also wenn du das weiter gucken möchtest, nur dass du Bescheid weißt. Zum Glück muss ich sagen, hat man das dann hier ganz gut so mit Zeichnungen und so gelöst. Aber man darf am Ende natürlich nicht vergessen, das sind reale Ereignisse, die sich so abgespielt haben. Kinder, die nicht schlafen wollten, sollen fest auf eine Matte gedrückt worden sein. Wer da nicht still liegen blieb, musste wohl mit Konsequenzen rechnen. Und wenn sie ein bisschen wackelig war, wurden die Kinder genommen, fest am Arm gepackt, in eine Position gelegt und dann hieß es, du guckst die Wand jetzt an, du guckst die Wand jetzt an. Dazu möchte ich nochmal ein Wort wiederholen, was der Psychiater vorhin gesagt hat, nämlich Ohnmachtssituationen. Und das ist für uns Menschen mit das Bedrohlichste, was passieren kann, wenn man uns körperlich in eine Lage bringt, in der wir uns nicht mehr wehren können. Noch schlimmer sind da vielleicht nur Schmerzen. Und auch das ist in dieser Kita wohl passiert, wie die neue Erzieherin, die ja selber nichts falsch gemacht hat, an den Reaktionen der Kinder sehr schnell bemerkt hat. Als sie sich zu einem Mädchen beugt, soll es panische Angst bekommen und wiederholt gesagt haben, nicht Knie in den Bauch, nicht Knie in den Bauch. Und dann habe ich halt gefragt, wer macht das? Dann hat sie mir den Namen der beschuldigten Erzieherin gesagt. Das Kind war richtig in Panik, oder? Genau. Das Kind wollte nicht, dass ich das bei ihr mache. Wie alt war das Mädchen? 3. 3 Jahre. Ich möchte das einfach noch mal ganz kurz wiederholen. Also hier wurde einem 3-jährigen Mädchen das Knie in den Bauch gedrückt, damit es ruhig ist oder damit es sich so verhält, wie es sich verhalten soll. Und das ist kein Einzelfall. Tatsächlich hat Team Wallraff dann auch noch mit anderen Eltern gesprochen, die ihre Kinder ja in diese Kita gegeben haben und wahrscheinlich auch die meiste Zeit das Gefühl hatten, dass ja eigentlich alles in Ordnung ist. Denn was ja ebenfalls noch total perfide an der Situation ist, dass so junge Kinder ja nicht so ganz klar artikulieren können, was da passiert. Bei denen ist es dann manchmal eher ein stummer Hilfeschrei und beim nächsten hatte ich ein bisschen Tränen in den Augen. Also mein Sohn hatte immer wieder dieses Stofftier mitgenommen, den Chase. Aus der Serie Helfer auf 4 Pfoten, weil die Serie ist das dann halt so, dass diese Tiere immer, wenn Hilfe benötigt wird, werden die dann halt gerufen. Und dann habe ich mich immer gefragt, mein Gott, was ist denn mit ihm los? Was ist denn los? Was ist denn passiert? Ne? Aber der konnte noch nicht reden. Der konnte nicht reden. Immer noch Einzelfälle? Ich bin ehrlich, so langsam bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Und Team Wallraff wollte das auch ganz genau wissen, deswegen haben sie eine kleine Umfrage gemacht unter Erzieherinnen und Erziehern, ob sie in ihrer Kita oder in bestimmten Situationen schon mal sowas mitbekommen haben, was man Gewalt nennen würde, mit einem krass deutlichen Ergebnis. In einer von uns beauftragten Umfrage haben über 80% der Befragten mindestens einmal seelische Gewalt erlebt. Über 65% der Befragten haben bereits körperliche Gewalt beobachtet. Als Gründe dafür, warum sie dies teilweise nicht gemeldet haben, gaben die Teilnehmenden unter anderem an: Angst vor Ausgrenzung, Mobbing, Resignation oder Angst vor Kündigung. Allein fast 85% für seelische Gewalt sind, finde ich, unfassbar. Aber ich muss fairerweise auch sagen, wie gesagt, ich war eine Weile lang Lehrer, ich habe durchaus solche Dinge auch mitbekommen. Und irgendwie kenne ich auch dieses Gefühl, dass man dann denkt, naja, das muss ja irgendwie so sein und das ist normal. Aber das ist es verdammt nochmal nicht. Und was das mit Kindern macht, das berichtet jetzt gleich nochmal die Mutter, die das schon mit dem Plüschhund erzählt hat. Und da merkt man wirklich mal, was in der Psyche eines Kindes abgeht nach so einer Zeit. Unser Sohn, der fragt heute noch zwischendurch, wo sie ist, diese Erzieherin, ob sie im Gefängnis ist. Also der Sohn aus sich heraus. Aus sich heraus. Und in welchem Gefängnis? Der möchte einfach, dass wir da vorbeifahren an diesem Gefängnis und wir zeigen, wo sie sich, wo sie befindet. Der will einfach sicher sein,
dass der wirklich, dass die festgenommen worden ist. Und hier muss ich auch wirklich nochmal sagen, ich verstehe den Jungen und ich hoffe auch, dass die Dame ihre gerechte Strafe bekommt. Na gut, nun kann man ja aber sagen, okay, das sind auf jeden Fall absolute Härtefälle, die gibt es sicherlich nicht überall. Und es gibt ja in Deutschland, in vielen Ballungsgebieten vor allen Dingen, auch richtig teure Kitas. Und da müsste dann ja eigentlich alles richtig gut sein, oder? Jedenfalls macht es erstmal den Anschein. Ich bin Maria. Ich gebe mich als Mutter einer zweijährigen Tochter aus, die dringend einen Krippenplatz sucht. In der Gruppe für Kinder unter 3 Jahren feiern sie gerade den Geburtstag eines Krippenkindes. Alles wirkt hell und freundlich. Ich spreche mit der Mitarbeiterin darüber, wie wichtig der Kita sei, dass sie auf die einzelnen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Klingt echt gut, oder? Und tatsächlich schleust Team Wallraff auch hier wieder jemanden ein. Und dann ist dieser doch sehr positive Eindruck relativ schnell zumindest gemildert. Denn auch hier sind die Erziehungsmethoden wohl nicht ganz so glorreich, wie sie sich erst angehört haben. Dann steckt sie der Kleinen den Schnuller in den Mund. Erneut dreht sie dem Kind den Rücken zu. Ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht denkst, dass das auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aussieht. Stimmt vielleicht auch. Aber da ist tatsächlich ein strukturelles Problem. Denn in dem Moment, wo ein Kind traurig ist, hat es ja ein Bedürfnis. Und wenn man dieses Bedürfnis auch wieder ignoriert, dann passiert wieder was. Eine Erziehungswissenschaftlerin erklärt das nochmal ein bisschen genauer. Kinder weinen, das ist normal, weil sie zeigen, wenn irgendwas nicht passt. Hier werden sie aber sogar noch bestraft dafür, dass sie zeigen, dass es ihnen nicht gut geht. Die Erzieherin sagt dann nochmal von wegen, wenn du so schreist, dann. Das heißt, sie ignoriert die Bedürfnisse, sie erpresst sogar noch, wenn dann. Und das ist genau das Problem. Aber das ist nicht alles. Denn auch in dieser Kita gibt es Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Zum Beispiel, wenn sie nicht so perfekt Deutsch sprechen. Und dann machen sie natürlich rasch mehr Arbeit. Ja, aber Arbeit, das scheint dann sehr schnell nervig zu werden. Auch wenn es sich dabei immer noch um kleine Kinder handelt. Mira versteht die Sprache nicht richtig. Ich bekomme häufig mit, wie sie den Erzieherinnen hinterherläuft und ihre Aufmerksamkeit und Nähe sucht. Mein Eindruck, denen scheint das eher lästig zu sein. Sie sucht sich immer ihre Hand aus. Das kann nicht sein, zum Beispiel. Das ist total gefreit, dann bist du's. Okay. Dann sie die ganze Zeit. Mal warst du. Ja, verstehe. Ja, aber ist es dann nicht eigentlich eure Aufgabe, sich besonders um das Kind zu kümmern, damit es sich aufgehoben fühlt? Und ist ein Betrag von über 1000 Euro dann nicht auch etwas, wo man eigentlich erwarten kann, dass das passiert? Ja. Aber dann wird es nochmal richtig hart, finde ich. Und das ist dann am Ende einfach Rassismus. Anschließend wälzt die eine Kollegin weiter ihre Ordner. Die andere verlässt den Raum. Da ich kurz danach Feierabend habe, weiß ich nicht, wann Mira gewickelt wurde. Und das muss man sich mal vorstellen. Also wir hatten das ja schon auch in Alten- und Pflegeheimen oftmals. Wenn ein Kind sehr lange mit eigenem Kot in Kontakt ist oder mit eigenem Urin, dann kann das natürlich gesundheitliche Konsequenzen haben. Aber vor allen Dingen hat es auch hier wieder die Konsequenz, dass das Kind irgendwie merkt, mein Bedürfnis ist egal. Nun wurde hier aber noch ein bisschen recherchiert, warum sich denn nun alle weigern, ausgerechnet dieses Kind zu wickeln. Und ich habe es ja eben schon gesagt, das Problem ist Rassismus. So hat die übrigens hier im Raum und sie hat die Binde voll, das ist ganz normales bei Kindern in dem Alter. Und sie hat gesagt, sie riecht nach Butter, weil sie die Binde voll hatte. Und auch hier fehlt mir wieder absolut jedes Verständnis. Weil auch ich muss natürlich sagen, ich finde die Exkremente von Kindern jetzt auch nicht unbedingt reizvoll oder so.
Aber das gehört natürlich einfach zum Job. Und wenn man dann irgendwann merkt, dass man das nicht mehr kann, ja, dann muss man sich vielleicht was anderes suchen oder es tun. Wenn ich Probleme habe mit Fäkalien, kann ich diesen Job nicht machen. Ja. Ich vergleiche das ganz gern mit einem Menschen, der kein Blut sehen kann. Ja. Ja, der darf halt nicht Chirurg werden und genau. Auch nicht Metzger. Ja. Aber auch ansonsten läuft in dieser Kita einiges schlecht. Denn die haben wirklich eine richtig gute Ausrüstung. Aber Ausrüstung hilft nicht so viel ohne Ausbildung. Und wenn es zum Beispiel ums Fiebermessen geht, dann wird es sehr schnell ein bisschen merkwürdig. 39,5? Das ist fast 40. Aber er wirkt null, ne? Der wirkt so quietschig. Anscheinend hat keine dieser Erzieherinnen gerade Ahnung, wie ein Stirnthermometer bedient wird. Ich bin mir zu diesem Zeitpunkt auch nicht ganz sicher. Die Temperatur wird aber mitten auf der Stirn gemessen, so wie hier gezeigt. Und nirgendwo sonst. Das erklärt dann auch, warum die Werte immer unterschiedlich sind. Ja, und dann müsste man sich doch kurz mit den Thermometern beschäftigen, weil es geht hier natürlich auch einfach darum, wenn Kinder Fieber haben, dann sollten sie ja separiert werden, also zum Beispiel von den Eltern abgeholt. Und das ist für die Eltern dann großer Stress, für die Kinder natürlich sowieso auch. Und es ist, wenn man so möchte, im Leben der Kinder ja auch eine durchaus wichtige Entscheidung. Aber der Umgang mit diesen Thermometern, der ist wirklich, keine Ahnung, hart. Dann der nächste Vorstoß. Romy misst mit zwei Stirnthermometern parallel. 37,3. Auf die Idee, mal zu googeln oder in die Anleitung zu schauen, wie man diese Thermometer bedient, kommt leider niemand. Am Ende führt das dann in diesem Falle auch dazu, dass einige Kinder von den Eltern abgeholt werden müssen. Und die Eltern sind natürlich zu Recht besorgt. Stellt euch mal vor, jemand sagt euch, euer Kind hat fast 40 Grad Fieber. Naja, dann fährt man auf den schnellsten Weg zum Arzt und in die Kinderklinik. Und wenn man dann feststellt, das Kind hat so überhaupt kein Fieber, dann wird es rasch sehr merkwürdig. Was kam denn da jetzt bei raus? Dass er gesund ist, dass er keine Fieber hat. Ich habe ihm gesagt, er zeigt es mir, dass er Fieber hat. Ja. Und sie mir hat jetzt zweimal hingehalten. Jetzt beim dritten Mal hat er Fieber angezeigt. Hier ist Team Wallraff dann übrigens mal den Weg gegangen und hat sich an die Behörde gemeldet, die quasi für diese Kita zuständig ist. Und das ist doch sowieso so ein Ding. Das habe ich auch ganz oft unter den Burger King-Videos zum Beispiel gelesen. Warum kümmert sich zum Beispiel eigentlich das Gesundheitsamt oder in diesem Falle, ich weiß gar nicht, wer das macht, das Ordnungsamt wahrscheinlich, nicht weiter darum? Ja, weil man sich das irgendwie sehr einfach macht. Die Behörde schreibt uns: Aufgrund der Meldung wurde die Aufsicht sofort aktiv und überprüfte die Einrichtung. Dabei gab es keine Beanstandung. Entsprechend hat die Aufsicht die Bearbeitung der eingegangenen Beschwerden abgeschlossen. Und das finde ich immer so absurd, weil meistens ist es ja so, dass diese Behörden sich ankündigen. Ja, ich meine, natürlich arbeiten dann alle ganz super. Ich weiß das noch aus meiner Lehrerausbildung. Wenn man Referendar ist, dann macht man immer so diese wunderschönen Zauberstunden. Aber das hat ja nachher mit dem Alltag irgendwie gar nichts zu tun. Aber dann wird es wirklich nochmal richtig bitter. Denn das sind ja bisher noch alles Fälle, wo ich sagen würde, sie sind von großer Bedeutung. Aber es geht natürlich wirklich noch viel schlimmer. Es gab da ja einen Fall, der vor gar nicht so langer Zeit bundesweit in der Presse stand. Die Erzieherin Sandra M. drückt Greta während des Mittagsschlafs fest auf den Brustkorb. Zwei Wochen später stirbt die Dreijährige im Krankenhaus. Die Todesursache: Hirnschaden aufgrund von massivem Sauerstoffmangel. Die Erzieherin Sandra M. hat Greta getötet. Nochmal, eine Erzieherin hat hier ein Kind in einer Kindertagesstätte getötet. Und das in Deutschland, wo wir uns ja immer gerne so hinstellen, als könnte sowas hier niemals passieren. Und das ist jetzt keine Verkettung von unglücklichen Dingen und auch kein perfider Mord. Das ist ein strukturelles Problem. Hätte Gretas Tod verhindert werden können? Ich gebe mein Kind in eine Kita und ich kriege es tot zurück. Das ist das, was diesen Fall so dramatisch macht und was natürlich jeden, insbesondere die Kinder haben, bewegt. Jeder möchte sein Kind morgens mit einem guten Gefühl bei der Kita abgeben. Und nochmal, das Schlimme hier ist, dass die entsprechende Erzieherin vorher schon auffällig war. Das wusste man. Man hat es tatsächlich gewusst. Und trotzdem hat sie weitergearbeitet. War im Umgang mit Kindern unsicher, sie konnte sich nicht durchsetzen, sie war empathielos. Den Kindern gegenüber wählte sie Bestrafungen, die unangemessen waren. Sie hat zum Beispiel
einem Einjährigen, der seinen Becher beim Trinken umgeworfen hat, verboten, dann weiter zu trinken und das Getränk abgenommen. Sie hat ein anderes Kind auf einen Stuhl gesetzt in einen leeren Nebenraum, wo es dann sitzen bleiben musste. Und noch schlimmer. Diese Vorkommnisse sind teilweise behördlich sozusagen gemeldet gewesen, aber es hätte halt jemanden geben müssen, der eins und eins zusammenzählt. Das ist nicht passiert und deswegen steht dann am Ende dieser Kette auch diese schreckliche Tat. Krefeld. Hier macht Sandra M. ihr Anerkennungsjahr. Zweimal kommt der Rettungswagen, weil sie einen Jungen auf den Brustkorb drückte, bis er bewusstlos wurde. Nach einem Jahr verlässt sie die Einrichtung. Kempen. Der Notarzt kommt viermal, weil Sandra M. einem Jungen auf den Brustkorb drückte und dieser ohnmächtig wurde. Sandra M.'s Arbeitsvertrag wird aufgrund von schlechter Leistung nicht verlängert. Tönnesforst. Der Notarzt kommt, weil Sandra M. einem Mädchen auf den Brustkorb drückte, bis dieses Stopp schrie. Die Erzieherin wird nach der Probezeit nicht verlängert. In ihrem Arbeitszeugnis gibt es keinen Hinweis auf Fehlverhalten. Das muss man sich mal vorstellen. Das steht tatsächlich dann nicht mal da drin. Und die nächste Kita hat sie dann wahrscheinlich noch mit dem guten Gefühl eingestellt, jetzt endlich eine Personallücke zu schließen. Und es ist, finde ich, noch ein kleines bisschen schlimmer, denn wir haben in Deutschland ja immer noch das föderale System. Das heißt, die Bundesländer haben selber viel zu sagen. Und das mag auch oftmals durchaus Sinn ergeben. Das Problem ist aber die Kommunikation der Bundesländer untereinander und ob man zum Beispiel eine Statistik führt und in welcher Intensität. Eine Verpflichtung zum Führen einer Statistik ergibt sich aus dem SGB 8 nicht. Daher kann auch nicht beziffert werden, wie vielen Meldungen nachgegangen wurde. Sie seien dazu gesetzlich nicht verpflichtet. Das bedeutet, 9 von 16 Bundesländern haben keinen Überblick, wie oft es in ihren Kitas zu übergriffigem Verhalten oder Gewalt kommt. Und das ist doch das Schlimme, oder? Also wenn solche Dinge passieren und man könnte solche Fälle verhindern, warum tut man es dann nicht? Das kostet ja nicht mal unheimlich viel Geld, sondern es wäre einfach nur ein richtig wichtiger Schritt. Und auch ein nötiger, wie Team Wallraff auch nochmal bewiesen hat. Denn um in einer Kita zu arbeiten, braucht es eigentlich erstaunlich wenig. Wir haben uns in 13 Kitas beworben. Nur dreimal verlangten die Kitas ein Führungszeugnis. In keiner der 13 Einrichtungen wollte jemand den Personalausweis sehen. Das Land. Ekelhafterweise, und ich weiß das jetzt nicht anders auszudrücken, liegt das in Deutschland dann übrigens oftmals am Datenschutz. Und wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, dass zumindest in diesem Falle, wenn man so möchte, der Datenschutz dafür gesorgt hat, dass ein Kind sterben musste, dann weiß ich auch nichts mehr dazu zu sagen. Aber gut. In der Doku gab es dann noch einen letzten großen Punkt, denn wir haben es ja schon mal so ein bisschen gesehen, es gibt natürlich normal entwickelte Kinder, aber es gibt auch gar nicht so wenige, die besondere Förderbedarfe haben. Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung sollen gemeinsam gefördert werden. Theoretisch sollte jede Kita in Deutschland Kinder mit Beeinträchtigungen, sogenannte Integrationskinder, aufnehmen. Dass das nur in 40% aller Einrichtungen überhaupt geschieht, ist ja grundsätzlich schon ein Problem. Aber dann sollte man ja eigentlich erwarten, dass man dort dann auch irgendwie darauf vorbereitet ist und entsprechend mit den Kindern umgeht. Aber auch hier haben die Recherchen leider wieder das Gegenteil ergeben. Zwei Integrationskinder trampeln etwas lauter mit den Füßen auf dem Boden. Sie scheinen sich nicht so schnell wieder beruhigen zu können. Kollegin Anja scheint genervt vom Trampeln und geht sofort dazwischen. Naja, und gut. Vielleicht ist man in so einer Situation ja manchmal körperlich so ein kleines bisschen unsicher, wie man dann mit so einem Kind umgehen soll, das quasi außer Rand und Band ist. Aber auch hier zeigt sich wieder, dahinter steckt ein ganz bestimmtes Denken. Es geht gleich um einen Jungen, der gerne Wasser im Garten haben möchte. Es ist total heiß, die Kinder spritzen sich gegenseitig so ein bisschen an. Die Mutter hat allerdings das verboten, weil das Kind wohl irgendwie ein kleines bisschen kränkelt. Und die Erzieherinnen gehen ganz komisch damit um. Das scheint meine Kolleginnen zu ärgern. Ist jetzt Wasser? Nein, du darfst kein Wasser. Mann, hör zu, was wir sagen. Ganz die Mutter? Und vor allen Dingen Lauf gegen die Wand, ey. Zum Glück muss man sagen, dass Dennis hier wohl einfach zu jung war, um das zu verstehen. Aber uns Erwachsenen ist, glaube ich, klar, was Lauf gegen die Wand bedeutet. Und die Aussage von, der ist ja genau wie die Mutter, wird noch ein bisschen schlimmer, wenn man dann kurz danach hört, was die Erzieherinnen über die Mutter sagen. Weil das denken sie dann ja logischerweise auch über dieses Kind, das ja eigentlich einen besonderen Förderbedarf hat. So viel Blüte auf so wenig Quadratmeter.
Und auch hier muss man noch mal ganz kurz sagen, das geht absolut nicht. Kindertagesstätten sollten ein geschützter Raum sein. Natürlich darf man Kinder mal etwas rauer ansprechen, man darf sie auf Regeln hinweisen, aber sie herabzuwürdigen, das sorgt tatsächlich für ganz, ganz große Probleme. Ein Professor für Pädagogik erklärt das nochmal. Das ist natürlich in keinem Fall die passende Ansprache. Es ist so, dass sie im Gegenteil die Familie herabwürdigt. Das hört der Junge zwar in diesem Moment nicht, aber diese Kommentare oder diese Kommentierungen seiner besonderen Rolle in der Einrichtung werden andere Kinder mitbekommen. Und das führt dann noch zu einer weiteren Verbesonderung, kann man sagen. Und auch hier gibt es wieder einen großen Grund, warum das passiert, nämlich Personalmangel. Ich war ja damals in meiner Schulzeit als Lehrer auch oft damit konfrontiert, da sind eben Kinder mit besonderen Förderbedarfen und als Regellehrer oder als Regelerzieher ist es manchmal nicht so leicht. Nur diese speziellen Stellen, die es bräuchte, um das aufzufangen, die gibt es nicht oder sie sind nicht besetzt. Das ist ein grundlegendes Problem, was wir derzeit im Kitasystem spüren. Gerade heilpädagogische Fachkräfte, die fehlen. Therapeutische Fachkräfte, die fehlen. Das heißt, Stellen können nicht besetzt werden und Kinder bekommen entsprechend auch nicht das therapeutische Angebot, was sie eigentlich benötigen würden. Am Ende, und das finde ich auch gut, hat die Doku dann aber tatsächlich nochmal bewiesen, nein, es gibt auch Fälle, die wirklich sehr, sehr positiv sind. Zum Beispiel eine Kindertagesstätte in Dresden, die sich besonders zum Auftrag gemacht hat, Kinder auf eine sehr freie Weise zu erziehen. Zum Beispiel gibt es dann den Kinderrat, der quasi mitorganisiert, wie ein Fest aussehen soll. Und ja, da haben wirklich Kinder die Macht. Die Vorschläge der Kinder werden ernst genommen und auch umgesetzt. Das ist Teil des Konzepts. Und das ist nicht alles, denn ich glaube, das kennt jeder von uns. Manchmal gibt es einfach so Tage, da möchte man bestimmte Dinge tun oder andere vielleicht auch nicht so gerne. Und auch dafür bietet die Kita ganz spannende Möglichkeiten. Ich bin ehrlich, da wäre ich früher auch gerne hingegangen. Cornelia Kamenka leitet die Kita, in der es keine festen Gruppen gibt, sondern verschiedene Räume mit Themengebieten, in denen die Pädagogen sich mit den Kindern beschäftigen. Die Kinder entscheiden selbst, was sie wann machen wollen. Das hat dann übrigens auch ganz viel mit Frühförderung zu tun, denn so können Kinder, wenn man so möchte, schon früh eigene Stärken entdecken oder vielleicht auch Schwächen ausbügeln, ebenso wie sie das tatsächlich wollen. Und das zieht sich dann auch komplett durch, zum Beispiel aufs Essen. Denn wir haben ja schon gelernt, es ist wichtig, dass Kinder auch da ein bestimmtes Gefühl entwickeln. Es ist natürlich auch wichtig, dass Erwachsene manchmal ein bisschen gegen- und mitsteuern, aber die Idee ist trotzdem total schön. Zwischen 21:15 und 23:45 ist das Restaurant, wie die Kinder den Speiseraum nennen, geöffnet. Hierhin kann man kommen, wenn man Hunger hat. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und am Ende hat Team Wallraff dann, wenn man so möchte, auch noch eine kleine Checkliste gemacht. Denn vielleicht sind einige von euch ja Eltern und es steht jetzt irgendwann bald mal an, das Kind in den Kindergarten zu bringen, in die Kita, vielleicht sogar auch schon irgendwann in die Schule. Und es gibt so bestimmte Fragen, die gelten eigentlich für alle Bereiche. Und deswegen zeige ich die euch jetzt nochmal so in voller Länge. Nehmen die Mitarbeitenden die Bedürfnisse der Kinder ernst? Bildet sich das Personal regelmäßig weiter? Sprechen die Erzieherinnen offen mit ihnen über ihr Kind? Fragen sie nach dem Gewaltschutzkonzept der Kita. Jede muss eines vorlegen können. Bekommen sie mit, dass das Personal häufig wechselt? Das könnte ein Warnsignal sein. Genau. Also kurz gesagt, wenn ihr Eltern seid, passt bitte wirklich auf eure Kinder auf. Habt wache Augen und nehmt natürlich auch wahr, dass Erzieher und Erzieherinnen manchmal Stress haben und so. Aber lasst euch nicht irgendwie komplett unterbuttern, denn die Gesundheit eurer Kinder ist am Ende immer wichtiger. Und auch dem nächsten und letzten, was Günter Wallraff dann noch gesagt hat, möchte ich mich natürlich nochmal komplett anschließen. Kinder sind ja so ganz nebenbei auch unser aller Zukunft. Wir brauchen mehr gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher, die Spaß an ihrem Beruf haben und den Umgang mit Kindern als Berufung sehen. Und Gott sei Dank, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen und so ein bisschen den Negativbeispielen gegenüberhalten, das gibt es. Es gibt gute Schulen, es gibt gute Lehrer, es gibt gute Erzieher und einen davon möchte ich euch jetzt nochmal ganz gerne zeigen, nämlich einen Freund von mir. Der gute Jan hat seinen eigenen Kanal und der beschäftigt sich sehr, sehr gerne mit den positiven Seiten, aber manchmal natürlich auch mit den schlechten Seiten. Er stellt sich euch jetzt einfach selber nochmal vor und ihr könnt jetzt auf das Abo und auf den Daumen und so heute bei mir verzichten. Ich hoffe, ihr wisst, wie wichtig dieses Video ist und im Zweifel teilt es einfach. Aber was ihr gerne mal tun könnt, ist bei ihm vorbeizuschauen. Hi, ich bin Jan vom Kanal Einfach Pädagogisch und normalerweise gebe ich Eltern Tipps,
wie sie die Erziehung ihrer Kinder entspannter gestalten können. Aber dadurch, dass ich auch Fachkraft in einer Kita bin, ist diese Reportage natürlich auch für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn glücklicherweise wurden endlich bestimmte Missstände, wirklich große Missstände, angesprochen. Das Problem ist, dass wir so ein wenig auf die Symptomatik geguckt haben, aber weniger auf die Ursache. Und genau darum möchte ich mich in den nächsten Tagen kümmern und diese Reportage ein wenig aufdröseln. Natürlich mit pädagogischem Hintergrund und, glaube ich, auch nochmal einer gehörigen Kritik an das gesamte System. Denn eins ist ganz wichtig: Es gibt durchaus pädagogische Fachkräfte, die jeden Tag alles dafür geben, dass unsere Kleinen zu gesunden Großen werden, dass sie lernen, was sie lernen müssen, dass sie unterstützt werden in dem, was sie lernen wollen, und das Tag für Tag, egal ob Personalmangel, schlechte Arbeitsbedingungen, whatever, es gibt definitiv auch das Gegenteil von dem, was wir gesehen haben. Und es gibt auch richtig, richtig gute Kitas, das kann ich euch sogar versprechen, denn ich arbeite in einer richtig, richtig coolen. Nur mal so nebenbei. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne bei Einfach Pädagogisch vorbei, da wird es definitiv aufgebröselt. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, und ich glaube, der Onion Dog, der hat jetzt noch ein paar Abschiedsworte. Gut, und das war es denn jetzt tatsächlich für dieses Video. Du hattest vielleicht insgesamt jetzt vielleicht nicht so viel Spaß, aber ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam, und ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Video, und ich werde immer mal wieder solche einstreuen, weil sie einfach sehr, sehr wichtig sind. Vielen Dank fürs Zugucken, insbesondere wenn du bis zu dieser Stelle gekommen sein solltest, dann kannst du mich das natürlich auch sehr gerne in den Kommentaren nochmal wissen lassen. Bis dahin, das war es erstmal, dein Alex.